Gefällt mir sehr gut. Das ist von der anderen Seite her besser zu machen. Ja. Dann. Gut. Der Ofen müsste hier ja reinpassen. Das müsste passen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das noch größer machen muss, ehrlich gesagt. Ansonsten werden wir das dann merken, wenn wir es noch größer machen müssen. Das sind nur 7 Stück, die reichen nicht. Die reichen auf keinen Fall. Ja toll, 2 reichen. Ah nicht. Ich muss die Steine von drüben holen. Aber das muss schon ein Steingebäude werden. Das ist alles anderes Quatsch. Wir können so ein Ofending nicht in so ein Holzding reinstellen. Das sieht dann irgendwie komisch aus. Die 3 bitte. Zack. 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 Wir lassen das einmal so oben. Ich muss mal was probieren. Ich wollte eigentlich einen Cut machen, was essen. Mann, Mann, Mann. Wollte ich übrigens schon vor einer Stunde. Ich glaube, ich habe vor einer Stunde mal gesagt, wie lange ich schon aufnehme. Da wollte ich. Das war eigentlich so der für mich der Input hier, Mensch. Du wolltest ja eigentlich was essen. Eine Wand, genau. 2. Dann kommt man hier so rein. Nimm das mal auf. Lass mich mal gucken. Ach so, hier gibt es auch Stufen und so. Hätte es auch gegeben. Window, Stairs, Stairs. Aber das passt schon so. Erstmal. Was gibt es denn noch für Stairs? Moment. Das sind ja keine Stairs. Stairs. Mm-hmm.
Ja, zwei finde ich besser. Wie toll. So, 20 Granit können wir tragen, weil wir sind Hulk. Gehen wir da mal drüber. Wir könnten aber von oben den fertigen Stein holen. Fällt mir gerade auf. Und wir können aber schnell Stein machen lassen. Gut. La 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 la. Wir haben hier nämlich, glaube ich, aber auch noch irgendwas Spannendes, was wir gebrauchen können. Genau. Das Zeug. Davon können wir aber nur 53 tragen. Warum? Das ist zu schwer. So. Nein, wir können maximum 60 Stück tragen, alles klar. Gut. So, der Steinauftrag ist fertig. Ich glaube, wir werden vor jedes Gebäude so eine Workbench stellen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste wirklich, für jedes so ein Ding, so eine Workbench zu stellen, wo man halt einfach so die Basissachen, wie zum Beispiel Steine und sowas machen kann. Damit man nicht jedes Mal darüber rennen muss. Ich glaube, das mal zählen. Wir brauchen 1, 2, 3, also Quatsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 1. Ja, 6 mal 1, 2, 3, 4, 5. 6 mal 5 sind 30. 31, 32 Stück brauchen wir. Ja, ist ein Traum. Mathe Grundkurs. Keine Gewähr für Richtigkeit, zumal nicht nur 3 Stunden Aufnahme. 32, 32, 32. Wir bräuchten nochmal 17 Stück. So, dann bitte einmal das hier in 20. La 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 la. So. Und dann bitte nochmal 20.
Wie viele Steinziegel haben wir jetzt? 15, also brauchen wir noch 17. Bestellen. Hops, 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 hops. Ich hole in der Zwischenzeit nochmal Steine. Ich hoffe, es ist egal, welchen Stein wir da jetzt hier gerade nehmen. So. Ach, diese Steinziegel sind immer woanders. Ich gucke einfach von hier. 15? Mehr als 15 können wir eh nicht dran, ne? Nee. Ich habe ja gesagt, ich will den Boden noch fertig kriegen, bevor wir. Hätte man Steine gleich wieder mitnehmen können, wenn man klug gewesen wäre. Um effizient zu arbeiten. Huch. Aber egal, er will schon effizient arbeiten. Wenn man auch zweimal laufen kann. So. So, dann nehmen wir die 20 Sandsteine jetzt einfach noch mit, das ist ja egal. Einfach Stein. Ach, was schwimmt denn hier? Aber das ist der Baum, den ich vorhin mal gefällt habe. Ich meinte natürlich, der vorhin mal umgefallen ist. Vor Schreck. So. Machen wir erstmal nur 20. Ich weiß nicht, ob wir den noch für irgendwas brauchen. Und nehmen die zwei Dinger noch mit. Ja, ich mach mal einen Cut. Hops. Hops. Zack. Und zack. Ja, dann müssen wir halt dann nächste Folge, also nächste Aufnahme, Lehm sammeln. Ich überlege gerade, wo meine ganzen Magen sind. Ach. Ich erinnere mich. Ja, ja, ich erinnere mich. Moment. Hm.
Ja. Einen hatte ich nicht einen am Strand stehen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Zack, kommen wir hier rein. Und dann stellen wir. Ja, gibt es eine Schubkarre? 5 Kilo kann man dabei aber bloß transportieren. Wo ist denn der Wagen? Kleiner Holzkommen, ist das der? Moment. Muss ich kurz überlegen, welcher Wagen das war. Schubkarre. Weiß nicht, eine Schubkarre hätte aber was, ne? Oh, die können wir auch machen. Wir machen mal eine Schubkarre. Und einen kleinen Holzkarren. Okay, wo ist die Schubkarre? Ja, wie cool. Oh Gott. Nee, so nicht. Alles klar, okay. Ich glaube, ich werde die Schubkarre nie nutzen. Hä? Nein! So, Moment. Ach du Scheiße, hier muss er wieder entgegengesetzt drücken. Okay, lass das Ding los. Hä, das ist es doch aber auch nicht, oder? Doch. Genau. Das ist jetzt das THW. Irgendwann gehen mir die Begriffe aus. Irgendwann retten wir alle unsere Wagen wieder. Bestimmt. Ganz bestimmt machen wir das. Aber bevor ich jetzt weitermache, werde ich erstmal das Fleisch, was ich gerade gefunden habe, wegbringen und verarbeiten. Habe ich gerade gefunden. Das lag hier rum. Und bevor es schlecht wird, ja, muss ich das natürlich bearbeiten. Ich frage mich gerade, ob ich einen Wolf A einfach so grillen kann.
Lagerfeuer braten. Lagerfeuer Fuchs. Tatsächlich, Lagerfeuer Wolf geht ab. Aha. Dafür brauche ich rohes Fleisch. Das heißt, ich werde die zwei Wölfe schlachten. Genau, aus den Fleischresten kann ich dann rohe Wurst machen. Das ist auch gut. Vorbereitetes Fleisch. Was mache ich aus vorbereitetem Fleisch? Fleisch? Ich wollte überall bloß rohes Fleisch. Fleisch? Entschuldigung. Oh, ein Filet? Mm. Genau, wir machen hier einmal rohen Braten drauf. Fleischreste. Und dann einmal rohe Wurst, wenn wir das fertig haben. So, und einmal Rohwurst. Gut. Und dann können wir nämlich hier den Lager. Gegrillte Wurst haben wir dann. Genau, oh super, wir können dann einmal gegrillte Wurst machen. Voll geil. Haben wir noch Fisch, sehe ich gerade. Aber ich wollte den Lagerfeuerbraten machen. Einmal machen. Und dann machen wir hier fünfmal gegrillten Fisch und einmal gegrillte Wurst. Sag mal, kann ich eigentlich jetzt mittlerweile schlafen? Achso, der schnelle Vorlauf der Simulation ist auf diesem Server deaktiviert. Okay. Dann kann ich mir das ja ersparen. Das wird ganz toll. Das ist schon wieder so ein Dreckswolf. Das Lager da drüben wird ja noch leer. Das räumen wir vielleicht auch noch weg und nehmen nur die zwei, die wir haben. Und machen dort noch ein Bäumchen hin oder so. Der Garten kommt da unten auch weg. Ich glaube, das passt nicht so ganz. Dann kommt nämlich alles, was mit der Mine zu tun hat, darüber. Der Brennofen und den ganzen Spaß. Vielleicht die Steinproduktion geht halt nicht, ne? Brauchen ein eigenes Gebäude für die Steinproduktion. Nützt alles nichts. Ein Gebäude für Holz, ein Gebäude für Stein, ein Gebäude für Eisen und den ganzen Spaß. Dann brauchen wir später noch einen Bäcker. Bzw. erstmal eine Mühle. Ein Bäcker. Und ob das hier unser Zuhause ist, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht bauen wir uns ein kleines, schickes Anwesen am Strand. Oder auf einem der anderen Kontinente. Weil wir können ja bis jetzt auch noch keine Brücke bauen, ja? Also das haben wir ja auch noch nicht. Oha. Oha. Wir haben uns bis jetzt nur, ich möchte es nochmal kurz
Nein. Nein. Woanders. Spieleraktivität. Wir haben uns bis jetzt nur hier aufgehalten. Möchte ich mal kurz erwähnen. Also wir haben noch echt Platz ohne Ende. Ich würde mir halt gern dann, also für diese Anlage, um den Meteoriten dann irgendwann abzuschießen, wenn es denn dann irgendwann mal soweit ist, würde ich mir gerne dann irgendwie so ein Wüstengebiet aussuchen. Also da, wo wir vorhin halt waren. Das war, glaube ich, hier drüben irgendwo, ne? Nee. Das hier zum Beispiel. Hier auf dem Ding könnte man das gut machen. Das würde ich nicht bei uns ums Eck machen, sondern das können wir schon. Müsste halt nur eine Brücke darüber ziehen. Nur. Also nur eine Brücke darüber ziehen. Auf jeden Fall, hier ist der Weg, hier geht der Weg zum Strand. Hier sind unsere Wege bisher. Wir haben uns tatsächlich noch nicht sonderlich viel ausgebreitet. Sag mal, der Baum war der vorhin schon da. Vielleicht machen wir das hier auch zu der Metallverarbeitungsbude. Das hier, was, wo wir jetzt drin stehen. Und suchen uns dann noch ein anderes schönes Plätzchen, um ein Haus zu bauen. Aber wir haben ja Zeit. Das ist das Gute. Wir haben halt wirklich viel Zeit. Auch auf die Gefahr hin, dass es euch langweilig werden könnte. Also bitte lasst es mich frühzeitig wissen, wenn ihr sagt, okay, bei diesem Erdeschuppen-Sachen schaltet uns raus. Wie gesagt, ich mache das manchmal, dass ich dann sage, okay, wenn ich abends eine Serie gucke oder so, die ich schon kenne, weil wie gesagt, ich gucke zurzeit Grey's Anatomy. Da kenne ich vieles schon. Dass ich dann nebenbei halt ein bisschen Erde schippe oder so. Das geht ganz gut. Aber ich würde jetzt halt euch trotzdem so viel wie möglich mitnehmen. Weil gerade im Moment. Achso, ich dachte. Ich dachte schon, es ist ein Fisch. Gerade im Moment erreichen wir relativ viel. Wir verlieren unsere Vehikel. Wir machen uns so ein paar Punkte. Da wollte ich eigentlich nochmal reinschauen, bevor ich jetzt einen Cut mache. Da sind wir überall voll, ne? Das haben wir überall. Da haben wir alles ausgegeben. Hier haben wir noch nichts ausgegeben. Das ist das stimmt, vom Augenblick stimmt, kostet keine zusätzlichen Kalorien mehr. Loggers Luck. Keine Ahnung, was das ist. Nehmen wir einfach mal. Gehen wir zum nächsten. Landwirtschaft. Da haben wir alles ausgegeben. Hier auch. Beim Düngen sind wir halt, haben wir halt bis jetzt noch nichts wirklich gemacht. Malen haben wir noch nicht gelernt. Beim Bergbau. Geh weg. Haben wir alles gemacht. Hier ist auch alles weg beim Mörteln. Hier sind wir jetzt bei Stufe 3 schon. Maurerarbeiten. Verdoppelte Geschwindigkeit zusammenhängenden Herstellungstischen, wenn sie alleine stehen. Ich nehme das, keine Ahnung. Glas haben wir bis jetzt noch nichts gemacht. Zement haben wir noch nicht gelernt. Selbstverbesserung haben wir alles gemacht. Schneidern haben wir komplett. Kochen haben wir hier auch noch was freie. Das, keine Ahnung. Haben wir noch nicht gelernt. Da läuft ja gerade die Spezialisierung. Hier haben wir alles soweit voll gemacht. Grundlegende Technik. Da fehlt dann Elektronik und der ganze Spaß. Metzgern. Haben wir hier was? Erhöht die Raumstufenanforderungen der Tische, verringert die benötigten Ressourcen. Verringert die Stufenbasis für verbunden. Wir nehmen mal das hier. Fischen haben wir. Und Schmelzen haben wir jetzt gerade erst angefangen. Da haben wir ja noch nicht mal das Gebäude fertig. Da ich mich nicht entscheiden kann, Katze machen, muss ich jetzt nochmal kurz runter gucken, ob jetzt der Raum auch noch die Anforderungen erfüllt. Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, ich mache einen Cut. Werde jetzt erstmal. Entschuldigung, aber die sind halt kackendreist, ne? Die fordern das richtig raus. Ach, wir haben immer noch einen Wolf übrig. Entschuldigung, aber ganz ehrlich. Ich finde es ein bisschen dreist, hier so rumzuschlendern. Ich sehe dann schon kommen, ich habe hier keine Tiere mehr. Ich habe alle umgebracht. Ich muss mal kurz gucken. Ach ja, hier fehlt uns der Lagerfeuerbraten und die Eisenwaren. Herstellbar bei Rennofen, den wir ja gemacht haben. Wir brauchen jetzt nur das Gebäude dafür, das da drüben entsteht. Wo gerade das Reh da lang schlendert. Okay, jetzt muss ich aber wirklich mal einen Cut machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder vielleicht in wenigen Sekunden wieder. Bis dahin. Ciao.